Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Together Simutrans mit Ramagani. Hallihallo. Oh. Ihr seht, wir nehmen die Folge hintereinander auf. Zumindest bei mir kann man das sehen, weil ich meine ganzen Fenster nämlich noch aus der letzten Folge geöffnet habe. Achso, stimmt. Das sieht man bei mir auch noch. Ja, weil ich nämlich auch hier drauf warte, dass die Fahrgäste hier umsteigen wollen. Bei mir wird das jetzt eine Wartefolge heute. Also heute kann ich viel erzählen, weil ich nämlich nicht viel machen kann, da ich ja erstmal warten muss, bis mein Gewinn wieder im Plus ist. Mein Gesamtvermögen. Oh, Touristikförderung? Und Feed baut. Auch bei dir. Deine Aber bei dir geht's richtig Geld. Rund. Ja. Und auch mittendrin wieder in der Stadt. Ja, da brauche ich noch nicht mal was für machen, damit die Fahrgäste da einsteigen. Das sind 19 Fahrgäste, ne? Das ist eine Menge. Bei dir ist noch gar nichts gewachsen, ne? Nein. Du hast auch die größte Stadt, glaube ich, ne? Mit 800 Einwohnern oder was? Ich gucke mal rein. Wir haben jetzt Einwohner. Rösrath ist die größte mit 712. Meran minus von 21,3%. Oder die Waldfee. Hast du Häuser abgerissen oder was? Nein. Jetzt ist natürlich das Problem, dass hier noch kein Fahrgast ist und der Zug gleich kommt. Solltest du jetzt eigentlich abhauen? Boah, die sind einmal gewachsen um 45, dann sind sie um 67 gesunken und jetzt haben sie wieder zwei dazu gewonnen. Oha. Okay, gleich mal irgendwie künstlich anhalten. Wo ist er denn? Ist er schon auf dem Rückweg oder was? Was ist hier los? Ah, jetzt ist er wieder rausgeflogen. Jawohl. Oh. Na gut, das kann natürlich gerade daran liegen, weil ich relativ viele Linien gerade umbaue, dass die jetzt mal ein bisschen gesunken sind. Das dauert jetzt im Moment. Ich muss jetzt auf jeden Fall meinen Zug hier suchen. Wer ist? Schon wieder auf dem Rückweg, also macht das jetzt erstmal nicht. Oh, der hat sogar schon 63 Fahrgäste geladen, Alter. Läuft bei mir. Also meckern will ich nicht. Ich habe auch eine Marge von 33%, wenn ich jetzt die Instandhaltung abziehen würde. Ich habe jetzt im Moment eine Marge von... Ah ne, das ist auf Jahr gerechnet. Minus 10% bin ich im Moment noch. Ich muss jetzt warten, bis diese zwei Fahrzeuge hier ausgemustert werden. Und in dem Moment geht dann meine Post auch erst über den Bahnhof. So, ich brauche jetzt hier erstmal eine neue Linie, die von da nach da fährt. Das ist dann der Stadtbus Meran. Ja, ist jetzt zwar kontraproduktiv, dass ich die jetzt von hier hinten losschicke. Achso, das war noch von Berka nach Meran. Die Linie kann ich jetzt killen. Die können jetzt darüber fahren. Von Wildeshausen, Meran nach Übergabe Ramagani. Die kann ich jetzt auch killen. Und Stadtbus Meran. Achso, Wildeshausen, Meran läuft jetzt nicht nach darüber, sondern du fährst jetzt direkt zu dem hier hin. Einen Schluck. Oh, und schon ist mein Meran. Oh, jetzt geht's aber richtig rund hier. So, die Post geht jetzt schon mal direkt über den Bahnhof. Noch darauf warten, dass der Bus hier wird. Ich bin noch 42 mit einem miesen Gesamtvermögen. Das ist perfekt.
Kann man den neuen Zug hier angucken. An Gewinne macht. Wo ist denn mein neuer Zug hier? Bäume auch mal groß machen. Oh, also die Bäume sind echt schick hier in dem Fenster, das muss man mal sagen, ne? Dass man auch die Eisenbahn dazwischen nicht sieht. Wieso? Musst du minimieren? Ja, ich habe sie noch minimiert. Ich habe sie jetzt gerade groß gemacht, damit der Zuschauer. Ach so. Kann. Also mein Zug fällt jetzt gleich richtig voll. Aber komplett richtig voll. Und ich habe einen großen Zug gebaut. Der nimmt 72 Säcke Post mit und 240 Passagiere. So übertreibe ich es dann doch noch nicht. Weil der fährt zweimal, dann ist wahrscheinlich schon Sense, wenn das jetzt nicht die lange Strecke ist. Weil meiner hat es jetzt noch nicht mal geschafft, in Hamburg voll zu werden, obwohl da ein Haufen Fahrgäste stehen. Ach nee, das ist der falsche. Den denn hier jetzt noch? 131, es werden weniger. Was hier mag ich natürlich eigentlich auch nicht haben, das wisst ihr auch. Das kennt ihr auch von mir. Achso, der muss ich noch ausmustern. Dann kann ich mir auch die Verbindungsstraßen wegreißen. Der Bus ist jetzt gleich am Ziel, dann wird er auch ausgemustert. Dann ein bisschen Gutschrift. 100 so. Über Berghalde. Oh, ich muss die Strecke jetzt eigentlich relativ zügig noch zum Leuchtturm erweitern. 30.000 in den Miesen. Das blippt. So, da kommt der Zug an. Marge von 50%, ne? So, jetzt wollen sie natürlich alle über. Oh ne, der fährt doch noch nicht ganz voll. Reingucken. Also die Strecke brauchen wir nicht mehr. Dann machen wir noch Minus. Das sind einmal Stadtbus, einmal Fernbus. Was fährst denn du von? Was denn du Miese? Berger. Frage ist über. Von allen nach oben, okay. Ich mache euch mal meine Betriebsgewinne mal hier unten links in die Ecke. So, 9. April und ich bin bei einer Marge von minus 3,8%. Wir fahren jetzt alle zum Zentrale, das ist egal. Bahnhof, das ist auch egal. Da müssen wir mal in Mannheim gucken. Da habe ich eine Überfüllung und zwar in der Stadt. Das ist gut. Liegt aber an der Route, also an der Linie selber. Noch mit einer Wartezeit eingestellt ist. Mal weg. Verlassen uns auf Fernbahn. Nächste Station Paro. Überhaupt eine Poststation gebaut? Ah, guck mal, hier in Trostberg warten schon welche, die wollen nach Rösrath. Achso, über Berka nach Metz. Metz ist bei dir, ne? Metz ist bei mir, ja. Da müssten wir unter Umständen einen zweiten Bus einsetzen, weil die Strecke ist doch lang. Können wir gerade mal machen. Was haben wir da? 32, okay, dann machen wir erstmal nur einen zweiten Bus, den starten wir auch hier in der Stadt. Über Meran. Achso, das ist Südostwald. Oh, jetzt kommt der Zug, kommt an, der lädt jetzt 15 Leute im Meran aus und kommt dann mit 150 Leuten, fährt er weiter nach dir. Nach dir. Nein, zu dir. Aber der wird sich jetzt hier im Meran auch nochmal, der lädt 15 aus und ganz viele ein. Ganz, ganz viele. Vielleicht nochmal umbenennen.
Fahrplan. Jo. Er fährt als erstes in Paro. Gut, dann haben wir das jetzt auch gelöst an der Stelle. Ja. Sollte gleich weggehen. Haben wir nur Some Heroes hier. Und das sind die, die jetzt nach Borges und Lorenzo wollen. Auch maximal noch einen zweiten Bus einsetzen. Ich muss mir hier mal ein paar Bahnhöfe aufmachen. Also den Übergabebahnhof mache ich mir mal auf. Oh, verdammt. Und da fliegt er raus. Ich muss erstmal meine Linie umbenennen. Ich weiß nicht mal, wo welche Linie ist, ey. Weil ich ja die ganze, weil ich ja die ganze Städte umbenannt habe. Chaos bei mir. Ah, der gute Bud Spencer prügelt sich wieder im Hintergrund. Na gut, da werden jetzt wahrscheinlich erstmal 300 Folgen Bud Spencer und Terence Hill, ja. Ja, heute laufen drei Filme. Gestern liefen zwei. Gucken gerade vier Fäuste für ein Halleluja und danach kommt zwei Trumpfen auf. Mache ich hier defensiv Werbung für einen Sender mit der 1. Ja, aber man muss auch was dazu sagen, es war ein richtig guter Schauspieler. Das hat jetzt mit der Definition von gut zu tun, aber er ist auf jeden Fall jemand, den man aus der Kindheit kennt. Also, ich habe so gerne geguckt. Mehr nicht. Merane gibt es nicht mehr, das ist Paro Merane. So, dann haben wir. So, können wir es uns erlauben? Kostet immer 30.000 mehr, aber eigentlich können wir es uns erlauben, die Strecke weiterzubauen. Ach so, das ist ja hier noch der. Wildeshausen. Was machen wir mit Wildeshausen? Nach unten gerutscht. Baronie MacArdorf. Hier hat genau. Andersrum. Wir gehen ja von Hamburg weg, also fährt er hier nach. Ein Freizeichen reinmachen. So, dann haben wir Raubling Apollo Tempel, das ist. Irgendein Name, der jetzt noch nicht mehr hingehört? Nein, wunderbar. Kann ich es auch wieder auseinanderhalten. Jetzt kann ich meine Buslinie hier verändern. So, du fährst. Borges und Lorenzo San Piero, bitte. Finanziell sieht es bei mir 11. April 37 Miesen, also das passt. Ja, ich bin schon 13 plus. Beim betriebsgewinnstechnisch werde ich diesen Monat wohl nicht im Plus kommen, aber ich muss mit dem Gesamtvermögen, das muss passen. Das wird passen. Werde nachher auch nochmal ein bisschen anders mogeln. Das kann ich jetzt nicht machen, weil ich mir das nicht leisten kann. Wird nachher auf jeden Fall die Fernbusse alle nochmal zu den Bahnhöfen hinstecken, statt dass sie in die Stadt reinfahren. Weil hier in Hamburg wäre es fast günstiger, wenn ich das jetzt schon mache. Nee, lasse ich erstmal so. Sollen sie erstmal hier umsteigen. Welcher bist du? Der kleine Zug.
gerade mal nicht laden. Depot. Bitte. Dann werden wir dich mal. Nee, war doch richtig. Wir starten nochmal. Idiot, hat er nicht aufgepasst. Nein, du bist hier. Fährst hier in Hamburg bitte los. Warte. Kriegen wir sogar noch einen Schwung Fahrgäste und Post hinterher. 73, wunderbar. Gucken wir uns die letzte Überfüllung an, die wir da noch hatten. Oh, jetzt sind schon wieder ein paar mehr. Überfüllung, Freunde. Jetzt haben wir so viel. Wer hier hinfahren soll. Einen Zug verloren. Ah, da ist er. Du hast den Zug verloren, ich habe die Verbindung verloren. Ups. Bin hier voll konzentriert am Bauen. Aber ich muss dann halt hier noch ordentlich Terraforming anpassen, dann, wenn dann das Geld da ist. Schauen wir mal. Die Strecke hier ist wahrscheinlich ein bisschen zu lang. Dann werden wir noch mal ein bisschen anders lösen. Schwierige Sache hier. Aber ich glaube, das geht nämlich in die Hand und brauche ich hier zweigleisig die kurze Strecke hier. Da kann auf jeden Fall nichts schief gehen. Hier gerade wieder von vorne machen. So, jetzt flieg mal bitte nicht raus. Ja, dann musst du kurz Bescheid sagen, wenn du gerade was an der Linie oder sowas machst. Wenn ich rausfliege, dann. Ja, das. Ja, weil dann. Nee, du darfst dann halt nicht direkt online kommen. Direkt, genau, ja. dann warte ich mich kurz. Weil sonst geht mir das Linienfenster nämlich immer flöten. Den Bahnhof auch nochmal ein bisschen erweitern. Bevor wir den Zug durchschicken, sonst macht er nämlich Theater. Also. Den losschicken und das ist dann der von Burg Borbach. Garten. Dann können wir nämlich die andere Linie ein bisschen einkürzen. Fahrgäste schneller hin und her bekommen. Und das ist nämlich der. Wenn wir den hier auch mal. Okay, dass wir die auseinanderhalten können. Die Linie können wir löschen. Der fährt jetzt gerade noch minus. Warum? Weil er nicht voll ist. Der Übergangs. Dann.
Hier wegmachen. Die machen wir allgemein neu. Als Ausgangspunkt immer Hamburg haben. Ja. So, Wildeshausen, Meran. Mal nochmal Bahnhöfe verlängern. Dann kann nämlich Wildeshausen, Meran Linie ändern. Von da Nee, den nach brauchen wir gar da. nicht. Das ist ein kurzer Zug. Hamburg-Hannover. Und das ist der Stadtbus. Aber dann verlieren wir nämlich die Passagiere nicht. Dann können die mich darüber fahren. Jetzt haben wir den ein bisschen eingekürzt. Haben wir jetzt nicht einen Fahrgastwechsel? Fahrgäste nur. So, 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 so. Die Linie kommt noch weg. So, jetzt habe ich die Instandhaltung drin. Jetzt geht es gegen die Betriebskosten zu kämpfen. Da ist ja noch eine Monatszeit. Ein halber Monat. Na gut, meine Instandhaltung wird sich jetzt von 77 auf 125.000 erhöhen. Also um knappe 50.000. Ich habe jetzt einen Betriebsgewinn von 40.000. Das heißt, so sollte passen. Hier müsste ich vielleicht nochmal ein zweites Rostocker Tor einbauen, damit die. Ah, das ist, da fehlt ein Ausweissignal jetzt noch. Shit, und das, genau jetzt fliege ich raus. Ich mache jetzt gerade eh nichts. Ich warte jetzt hier auf diverse Züge. Auf jeden Fall gucken, dass die Linien im Plus bleiben. Aber warum Also fahren ich. da jetzt so viele Fahrzeuge lang? Und so langsam müsste doch mal auch hier ein Stadtwachstum sich einstellen. Also ich habe damit keine Probleme, bei mir wächst. Achso, die fahren zum Apollo-Tempel. Habe halt hier an einer Station jetzt noch ein Problem, das liegt aber daran, weil die Station überfüllt war oder ist. Deswegen steigen jetzt hier von einigen Häusern keine Fahrgäste mehr ein in Hamburg. Aber mal kurz lösen. Mal hier beiden losschicken. Hier nach Wieso gibt es Nord. denn die Linie hier immer noch? Aber du machst schon Gewinn jetzt, das ist sehr gut, der Zug. Du fährst einen Profit von 7000 ein. Trostberg, ah, das wird wahrscheinlich hier so ein Eck sein. Trostberg, Berka, Meran. Wobei mit der Meran mehr oder weniger der Umsteigebahnhof wird zum Übergabebahnhof. Dreizehn Passagiere und keine Post hier. Kein Bus, der 50 fährt, ne? Nur 70. Das bringt nichts, weil die nämlich so ausbalanciert sind, dass die, wenn die langsamer fahren als das, was draufsteht, werden die Minus machen. Es fährt, es gibt nur 50er Bus.
Ja, den mit der 61 Zuladung, aber der ist ein bisschen heftig als Stadtbus momentan. So viel Einwohner hast du ja nicht. Das ist richtig. Aber die Station ist jetzt gleich leer. Dann passt das. 41, 60, ja, dann können wir den hier gleich gerade schon wieder ausmustern. Der abgeholt hat. Nein, ich habe die Linie falsch gemacht. Bin ich blöde. Ah, der bringt ja immer noch neue Packs hin, ne? Doch ändern jetzt. Ich bin so ein Trottel. Ah, ne, ich bin da rausgeflogen. Hamburg and hey. Achso, ja. Von da, nach da, nach Einfügen. da und zurück. Hat immer noch nicht übernommen. Von da, nach da, nach da. Rückfahrkarte. Lass mir noch einmal fahren. Jetzt hat es übernommen. Weil ich den Bahnhof hier nicht umbenannt habe, habe ich mich ein bisschen vertan hier. Deswegen geht die Linie auch nicht weg. Jetzt ist die Linie auch weg. Über Langenau. Wo ist denn Langenau? Oh, Langenau ist voll. Über Trostberg. 300 Leute über Trostberg. Trostberg, Langenau. Trostberg. Langenau. Der Monat ist safe. Langenau Trostberg Hauptbahnhof. Am Monat haben die hier eigentlich Oberleitungsbusse in dem Packset? Ich glaube nein, ne? Ich meine auch nein. Oh, jetzt treffen sie sich genau hier. Wer ist schneller? Wer muss warten? Haha. Gucken, wie das hier alles ausschaut. So, 58% Auslastung. 38% Auslastung nach Berka, Altenau, Apollo-Tempel. 96%, 18,53, 100% Langenau Trostberg. Achso, ja gut. Machen hier, dass wir KI baut, mal nicht unten nur angezeigt bekommen, sondern auch aufgeploppt wird, damit man das auch sieht. Stadtnachrichten auch. Weinroute, neue Industrie auch. Jetzt benutzen wir nicht. Neue Fahrzeuge möchte ich hier auch aufgeploppt haben. Probleme, Staus. Langenau, Trostberg. Flippt das hier. So, ich bin jetzt aus dem Gröbsten gleich raus, sofern der nächste Zug irgendwo ankommt. Fährst von Trostberg nach Ostdeutsches Rathaus. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich hier. Ich glaube, ich habe hier irgendwo einen Fehler drin. Ich gucken, Kommi? Von da nach. Da nach da, von da nach da. Ah ne, jetzt nimmt er mit. Jetzt hat er's. Und hier warten jetzt 169. Ach so, ja, der Zug ist gerade das. Ah. Nee.
Du weißt, dass 90 Grad Ecken ungünstig sind, ne, für die Geschwindigkeit vom Zug. Das weiß ich und Okay. trotzdem, das wurde mir schon so oft in die Kommentare geschrieben. Ja, ich wollte es nur mal gesagt Aber haben. ich hasse diese schrägen Gleise. Wollte es ja nur mal angemerkt haben, also. Oh, wieso fahren denn hier so viele Fahrzeuge drauf? Der dann am Paro fährt, ja. Du. So, 6000 im Plus. Ausmustern. Und du auch ausmustern. Okay, wunderbar. Dann werden wir noch einmal die Städte abkontrollieren, was die Abdeckung betrifft. Paro passt. Hafen passt. Hast du Wachstum? Nee. Jawohl, sehr schön. Sechs sogar. So, nächstes Städtchen. Dann Mannheim. Monat noch kein Wachstum, aber im letzten Monat sieben. Schlosser Rosen hat immer noch 15 ohne Route. Warum haben die noch immer noch 15 ohne Route? Also bei mir ist eigentlich alles angeschlossen. Bei mir ist auch alles Nee, nee, angeschlossen. nee, ich habe einige Attraktionen noch nicht angeschlossen. Das könnte daran liegen. Ha. Ja, die fahren aber noch nicht von Attraktion zu Attraktion. Also das weiß ich jetzt nicht, wie sich das verhält. Könnte aber sein, weil es ist ja nur ein Produzent. Oder muss ich tatsächlich hier oben das Ding komplett anschließen? Das Schloss von der Abdeckung. Weil jetzt ist ja gerade mal 60% Abdeckung oder sowas. Weil irgendwie merke ich von den 600 Leuten da nichts. Mir ist dann alles, also bei mir ist wirklich bis auf die Attraktionen, wie viele Attraktionen sind das noch? 1, 2, 3, 4, 5 Attraktionen sind bei mir alle angeschlossen. Ja, die Dixa oben hast du noch nicht angeschlossen, die du hast. Ne, den Apollo-Tempel, der ist mir jetzt aber auch noch zu weit weg. Ja, stimmt, da ist nichts, da ist ja wirklich gar nichts in der Nähe. Das ist noch nicht mal eine Stadt, wo man jetzt sagen könnte. Das wäre vielleicht so ein Gründungsplatz für meine erste neue Stadt irgendwann mal. Ja, vorhin, das sind doch sehr große Plateaus, ne? So, wir gucken nochmal hier in den Betriebsgewinn rein. Das sagt auch eine gute Steigerung drin von 58 auf 75.000. Wir müssen jetzt wieder ein ganzer Schwung Züge irgendwo ankommen und dann knallt es bei mir auch wieder in der Kasse. Das heißt, dann wird der Betriebsgewinn wohl diesen Monat das erste Mal über 100.000 steigen. Da kommt ein Töfter. Ja, du hast doch immer noch nicht Vollabdeckung bei dir überall, ne? Wie Vollabdeckung. Zum Bei Beispiel mir in ist. Forbach. Vorbach ist alles abgedeckt. Ne, das halbe Rathaus ist nicht abgedeckt. Ja, das macht doch nichts. Das Rathaus musst du nicht. Beim Rathaus musst du angeschnitten sein. Ja, ich bin ja mal gespannt, wenn das erste Jahr rum ist und wenn man dann wirklich das komplette Ausmaß des Wachstums dann wirklich sieht. Und der Zug macht 15.000 Gewinn, also der läuft richtig gut. Das Der Zug, den überlangen, den du da fahren hast. genau, der von Meran, vom Übergabebahnhof zu Meran und dann zum Berker zur Pferd. Der macht 15.000 Gewinn. Wo ist mein anderer? Der hier zwischen den Schlössern fährt, der Überlange. Der macht 15.000 Verlust. Gerade noch mal die Augen aufmachen. Du benutzt eine
Lok, die 130 fahren kann, aber nur Wagen, die nur 130 fahren, nur 100 schaffen. Das ist richtig. Okay. Mache ich wiederum anders. Deswegen sind meine Züge auch nicht so groß. Weil meine Züge, die sollen schnell von A nach B fahren. 12,32 € kostet der. Meiner. Aber meiner ist sogar noch günstiger. Aber du nimmst auch mehr Packs mit, aber meine sind halt schneller, ne? Ja gut, da ich jetzt der Speedbonus nicht da ist, ist es ja vollkommen egal. Dann kann man erstmal lieber eine große Lok nehmen und dann bis auf wirklich Maximallänge ziehen lassen. Das werde ich nach und nach machen, aber wie gesagt, so spielt ja jeder anders. So lernt man ja auch die Spielweise von anderen Leuten kennen. So, aber ich werde auf jeden Fall noch im Plus laufen diesen Monat, betriebsgewinntechnisch. So, Langenau nach Trostberg kriegt jetzt nochmals drei Busse drauf. 114.000, ja, das passt. Gucken, wie es mit dem Gewinn aussieht in Also, nächsten Wochen. weißt du was? Unsere Folgen werden immer länger. Wieso, wie lang sind wir denn jetzt schon? Aber die erste Folge war 35 Minuten, 35, ne? ja. 25, 35, Ja, dann sollten wir uns langsam verabschieden. wir sind jetzt bei 36 Minuten. So, man vergisst die Zeit so schnell. Ja. Alles klar, dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis Ja, dahin von genau. mir. Hau du ab, ich mache hier weiter. Denkst mal, dass ich den Server Ach hoste, so, ach, verdammt, da war ja was. ne? Ein gepflegtes Reingehauen von mir. Ja, auf Wiederschauen. Ciao, ciao. Tschö.